Es ist schon wieder eine Weile her, dass ich das letzte Mal hier bei meinem Nachsaatversuch vorbeigeschaut habe. Dementsprechend mache ich das heute mal wieder. Einmal gucken, was der Aufwuchs sagt, wie viel hier steht. Weil seit der Aussaat oder Nachsaat wurde hier ja nichts mehr gemacht. Und zum anderen, ob man vielleicht diesmal ein bisschen mehr vom Saatgut sieht, was gekeimt ist. Ja, wir haben jetzt zwei Parzellen. Einmal die Parzelle, wo schon nachgesät wurde. Und hinter mir die Parzelle, wo im Frühjahr nachgesät werden soll. Weil Plan ist, vorausgesetzt, dass das Wetter mitspielt, dass hier auch nochmal im Frühjahr nachgesät wird, einfach um den Zeitpunkt Herbst gegen Frühjahr vergleichen zu können. Die Fläche, wo jetzt erst im Frühjahr nachgesät werden soll, wurde natürlich weiter beweidet. Wäre auch sonst nicht wirklich sinnvoll gewesen, die einfach so liegen zu lassen. Rundherum auf der Wiese hier ist Gülle raufgekommen, hier nicht und im aktuellen Nachsaatbereich auch nichts. Einfach um ein gleichmäßiges oder faires Bild da zu haben. Nach wie vor. Hier wurde mit der Vredo gesät, direkt daneben mit der Walze und dann mit dem Striegel, etwa da. Und noch dahinter ist eine Kontrollparzelle, wo nichts gemacht wurde. Nach wie vor gleiche Bonitur-Methode, Rahmen mit 40x40 cm in etwa, einfach auf den Boden werfen und dann bonitieren. Einfach um immer durchgehend die gleiche Methode zu haben. Befürchtung ist allerdings, wie letztes Mal schon, dass man nicht so wirklich viel sehen wird. Hier könnte ein Trieb oder was. So. Das abgestorbene ist Rotschwengel. Dazwischen steht dann nochmal was anderes, nämlich hier englisches Reihgras, dürfte das sein. Problem ist, das ist ziemlich sicher nichts von der Nachsaat. Allein schon wegen den abgestorbenen Trieben oder Blättern unten am Triebgrund. Dementsprechend schließe ich das mal aus als Erfolg. Dementsprechend weitersuchen. Ob irgendwo irgendwas vielleicht gekeimt ist, was aber halt schwer zu bestimmen ist. Hier dazwischen, das könnte vielleicht was sein, dass hier ein bisschen was steht. Das hier könnte aber auch, genau, ist Rotschwengel, ziemlich sicher. Bin ich mir gerade auch nicht mehr ganz sicher, aber ist jedenfalls auch schon was, was ein bisschen länger da steht. Eben auch wieder wegen den abgestorbenen Blättern unten am Triebgrund, weil es würde mich wundern, wenn meine Nachsaat jetzt schon so weit wäre, dass sie abstirbt. Dafür aber vielleicht hier, oder, ist auch schon ein bisschen anzuzweifeln. Könnte, muss aber nicht. Doch, das ist ziemlich sicher ein bisschen von der Nachsaat was. Das ist Klee, wie man vielleicht am obersten Blatt erkennt. Ich hoffe, dass mir gerade nicht so anfällt. Jedenfalls, oberstes Blatt ist halt kleeblattförmig, dementsprechend ist es Klee. Der ist noch ziemlich jung, es könnte Weiß- oder Rotklee sein, so gut bin ich dann da nicht, um das unterscheiden zu können. Fakt ist aber, es ist gekeimt, weil halt weiter noch nichts an Triebgrund oder kein verdickter Triebgrund ist. Das ist also ziemlich sicher außer Nachsaat. Bei der Vredo habe ich jetzt an drei Stellen geschaut und ich kann nicht wirklich sicher was feststellen, ob da jetzt wirklich viel von der Nachsaat gekeimt ist oder die sich etablieren konnte. Von daher lasse ich das jetzt erstmal mit der Bonitur, weil Überlegung ist jetzt die folgende. Wenn ich jetzt Bonitur im Herbst schon mal mache und quasi das gleiche Resultat habe wie auch bei der Bonitur vor der Aussaat, dann sieht es nachher aus, als würde es nichts wirken und dann irgendwann im Frühjahr dann hoffentlich so eine Stufe nach oben. Also wenn man den Anteil von den drei Arten, die nachgesät wurden, also Weißklee, Rotklee und Reihgras, wenn man die betrachten würde und da dann so eine Stufe nach oben drin ist, von der einen Bonitur zur anderen. Und das wäre halt nicht so ganz repräsentativ, würde ich sagen. Dementsprechend lasse ich erstmal jetzt einfach auf Anfang. Und dann eben irgendwann im Frühjahr ist dann trotzdem eine Stufe drin, aber dann nicht unbedingt, weil es dann etabliert ist, sondern einfach, weil über die Zeit dazwischen nichts gemacht wurde oder kein Bonitur gemacht wurde. So immer meine Überlegung. Ich schaue mir jetzt nochmal das Gewalzte und das Gestriegelte an und dann schauen wir mal, ob man da vielleicht ein bisschen mehr sieht. Aber meine Befürchtung ist, wenn man bei der Vredo schon nichts sieht, was ja theoretisch die beste Methode sein dürfte, weil das halt gut ja im Boden liegt und dann auch sicher keimt und vor allem in Reihen,
da nichts sieht, sieht man wahrscheinlich bei Walze und Striegel auch nichts. Hier ist die Walzenstelle, die kahle Stelle, die eben auch nachgesät wurde oder wo auch Saatgut drauf lag. Man erinnert sich vielleicht an letztes Mal, da lag durchaus auch ein bisschen Saatgut oben drauf, was schon gekeimt war. Aber man hat auch gesehen, dass das, was unter dem Boden hier lag, oder unter der Erde lag, wieder am Austreiben oder Durchtreiben war. Entsprechend das allermeiste, falls nicht sogar wirklich quasi alles, was hier steht, ist eigentlich Altnarbe. Dementsprechend wirklich viel an Nachsaat kann ich jetzt hier nicht feststellen. Hier unten vielleicht die eine oder andere Pflanze, aber ist auch schon ein abgestorbenes Blatt, von daher bin ich da auch nicht so ganz sicher. Also ist noch eine junge Pflanze, von daher ist da die Möglichkeit, dass das was sein könnte. Von daher mal pflücken und gucken. Ja, es ist aber nicht von der Nachsaat, weil das ist kein eigentliches Reigras, sondern irgendeine Rispe. Erkennt man halt, ja, an der Kahnspitze heißt das. Ist halt eine Spitze, wo die beiden Blattenden so aneinander gewachsen sind, wenn sie bei anderen Pflanzen halt offener sind, sag ich mal. Was hier bei der Walze ganz interessant ist, nach fast 2 Monaten nach der Aussaat sieht man immer noch, wo gefahren wurde. Also hier ist ja dann quasi etwa hier die Walze vorbei gewesen und hier rechts davon die ganze Fläche ist nochmal ein bisschen so in die Richtung gedrückt. Auch bei der Walze ist es schwierig, was Konklusives rauszuziehen. Man könnte vereinzelt meinen, dass da ein paar Pflänzchen gekeimt sind und aufgelaufen sind. Aber sicher bin ich mir da nicht. Vor allem sieht man, oder sehe ich zumindest nicht genug, um da jetzt konklusiv zu sagen, ja, da ist was gekeimt. Von daher lasse ich die Monitor da eben auch weg. Und jetzt nochmal Striegel gucken. Wobei, ich glaube, wie gesagt, da ist zu bezweifeln, dass das hier viel besser ist. Ja, wenn man ganz, ganz gut sucht und Glück hat, findet man dann auch vereinzelt Triebe, die gekeimt sind. Auch beim Striegel, aber sehr selten. Wie erwartet, beim Striegel sieht man ja ziemlich genau gar nichts. Liegt wohl einfach daran, dass der Striegel das Saatgut einfach oben drauf wirft und ja, das dann auch im Gras mal hängen bleiben kann. Vor allem, weil es auch ein bisschen größer war hier. Bei Walze und Vredo wird es ja wirklich in den Boden, zumindest auf den Boden fest angedrückt, dass man da auch eine bessere Chance ist zu keimen. Gut, soviel erstmal zur versuchten Bonitur. Und dann noch zum Aufwuchs. Größtenteils steht relativ wenig da, aber man sieht es vielleicht so ein bisschen. Sind immer wieder so grüne Flächen von 2, 3, 4 Quadratmeter, wo dann doch eine Menge Futter steht. Wenn das jetzt flächig wäre, müsste man da vielleicht irgendwas machen vom Winter. Ist aber halt nur so kleine einzelne Flächen. Lass ich also erstmal so sein. Problem ist, wenn Gras zu groß im Winter geht, einerseits Frostschäden, andererseits fühlen sich da Mäuse drunter sehr wohl. Und die würden sich dann da vermehren wie sonst nichts. Und entsprechend Schäden da verursachen. Was natürlich nicht so gut ist. Und dann die Frühjahrsversuchsparzelle. Die wurde natürlich weiter beweidet. Hat auch ein paar so Ecken, wo ein bisschen mehr noch steht. Aber auch wieder nur so ein paar Ecken. Von daher ist das auch dann so verkraftbar. Ja, im nächsten Video geht es dann wahrscheinlich weiter mit der Frühjahrsbonitur. Vielleicht werfe ich dazwischen noch die Maschinenvorstellung von Vredo, Walze und Striegel. Mal schauen. Ansonsten war es jetzt dann auch schon für dieses Video und bis zum nächsten Mal.